Hallo, herzlich willkommen im Neandertal-Museum. Hallo Miriam. Hallo Beate. Das Neandertal-Museum, das ist schon ein super Ort. Hier kann man so viel entdecken, selber ausprobieren und man erfährt ganz viel über unsere Vorfahren, die in der Steinzeit gelebt haben. Ja, ich glaube, die Steinzeit war eine ganz schön spannende Zeit. Und es war vor allen Dingen die längste Zeit der Menschheitsentwicklung. Vor circa 2,5 Millionen Jahren beginnt die Steinzeit. Und einen Teil davon haben nicht nur wir gelebt, sondern auch andere Menschenformen. Dieser Neandertalermann zum Beispiel. Oder der Junge vom Turkanasee, ein Homo erectus. Aber auch wir, Homo sapiens sapiens, haben zu dieser Zeit schon gelebt. Zum Beispiel der Mann, den wir im heutigen Marokko gefunden haben, vor 300.000 Jahren, lebte schon in der Altsteinzeit. Beate, ich glaube, ich hätte mal total Lust, in die Steinzeit zu reisen und zu gucken, wie das Leben damals gewesen ist. Boah, prima Idee, da bin ich total dabei. Okay, dann mache ich jetzt eine Zeitreise ungefähr 8.000 Jahre zurück in die Zeit, in die Jungsteinzeit. Wow, und ich reise noch weiter zurück. Ich reise 30.000 Jahre zurück in die Altsteinzeit. Würdest du da noch diesen Neandertalermann treffen? Nee, zu dieser Zeit lebten nur noch wir, Homo sapiens sapiens. Alle anderen Menschenformen waren schon ausgestorben. Okay, dann erklär mir doch mal, wie wir Menschen damals gelebt haben in der Altsteinzeit. Wir leben mit mehreren Großfamilien zusammen und wir ziehen immer durch die Gegend. Wir haben gar kein festes Zuhause. Wir lieben diese Zelte deswegen. Die kann man auf- und abbauen und mitnehmen, wo immer man hinziehen will. Und meistens ziehen wir Tierherden hinterher, weil die Tiere, die brauchen wir fürs Überleben. Wir sind nämlich Jäger und Sammler. Und wir ziehen, wie hier zum Beispiel mein Kollege mit dem Feuerstein, das Tierfell ab. Aus dem Fell können wir super schöne warme Kleidung machen. Das ist besonders wichtig, weil wir hier ja auch in kälteren Zeiten leben. Und dann würden wir erfrieren. Und mit diesem Fell sind wir aber geschützt. Das Fell nutzen wir auch für unsere Zelte. Hier zum Beispiel haben wir Rentierfell benutzt. Aber natürlich essen wir auch total gerne das Fleisch von den Tieren und das braten wir oder kochen wir. Und wenn wir unterwegs sind, dann sammeln wir aber auch ganz viel. Zum Beispiel Pilze, Wildkräuter, Nüsse. Aber wir graben auch Wurzeln aus. Und dafür haben wir tolles Werkzeug, zum Beispiel so einen Faustkeil. Mit dem können wir Wurzeln ausgraben. Und Wurzeln sind besonders nahrhaft. Wir haben aber auch noch andere Werkzeuge und Waffen entwickelt. Für die Jagd zum Beispiel haben wir hier einen super tollen Speer. Schau mal, der hat vorne auch eine Feuersteinklinge. Und dann ist er umwickelt mit Tiersehne und eingeklebt ist er mit dem Kleber der Steinzeit, dem Birkenpech. Und wie lebt ihr so in der Jungsteinzeit? Also wir haben ganz anders gelebt. Wir sind nicht umhergezogen, wir haben an einem Ort gelebt, in großen Häusern aus Holz und Lehm meistens sind die gebaut worden. Auch wenn wir manchmal noch jagen und sammeln gehen, genau wie ihr, ist unsere Lebensgrundlage aber eine ganz andere als bei euch. Wir bestellen nämlich Felder und wir haben Nutztiere. Diese Nutztiere, die sind total praktisch, anders als Wildtiere. Die nehmen uns nämlich unsere Arbeit ab und manche beschützen auch unseren Besitz. Und andere sind wieder gut zum Schlachten, wenn wir Hunger haben, um das Fleisch zu essen. Wir benutzen aber auch, genau wie in der Altsteinzeit, alle Teile vom Tier. Also wir benutzen das Fell und die Sehnen und die Knochen für Schmuck und Werkzeug. Weil wir mit denen unter einem Dach leben, haben wir das Gefühl manchmal aber auch, dass es nicht ganz so gut ist, weil wir neuerdings komische Krankheiten bekommen. Und manche Menschen aus unserer Gruppe sind der Meinung, dass das vielleicht daran liegen könnte, dass wir auf so engem Raum in den Häusern mit den Tieren zusammenwohnen. Wir wissen nicht genau, ob es daran liegt, aber es könnte halt sein. Aber unsere Felder, die sind richtig praktisch. Da bauen wir Getreide an. Wildes Getreide kennt ihr ja auch. Aber wir züchten das richtig, damit wir richtig viel Ertrag bekommen. Und wir züchten auch Erbsen und Linsen.
Und dieses Getreide, das ernten wir mit diesem Werkzeug hier. Schau mal, das ist eine Sichel. Und wir bauen noch, genauso wie ihr eigentlich, in der Altsteinzeit unsere Werkzeuge. Der Griff, der ist aus Geweih. Die Klingen, das ist aus Feuerstein. Und diese Feuersteinklingen, diese kleinen Zähne hier, die sind mit Birkenpech in das Geweih eingelassen, also festgeklebt worden. Das ist ja spannend. Das ist ja wie bei uns in der Altsteinzeit, die gleiche Methode. Wir haben das auf unsere Speerspitzen geklebt, diese Feuersteinabschläge. Und ihr macht das in eure Sichel rein. Spannend. Ja, genau. Und wir machen das, damit wir uns beim Ernten vom Getreide nicht die Hände verletzen. Wenn wir zu viel geerntet haben, das kommt nämlich auch vor, besonders gute Jahre für uns und wir viel Ernte einholen konnten, dann schmeißen wir das Essen nicht einfach weg. Ja? Dadurch, dass wir an einem Ort wohnen, können wir nämlich auch Vorräte halten. Und diese Vorräte, die lagern wir in diesen Tontöpfen. Also wir machen aus Ton, den wir im Boden finden, Gefäße und lagern da unser Essen ein. Diese Gefäße sind aber auch total praktisch zum Kochen im Feuer. Und in manche Gräber von unseren Toten packen wir auch diese Töpfe mit Speisen und mit Getränken rein. Das ist ja spannend. Und da sind so Schlaufen außen dran. Was ist das denn? Ja, die sind dafür da, um da ein Band so drum zu machen und das zum Beispiel an die Decke hängen zu können. Und wenn so ein Tontopf an der Decke hängt, dann kommen da kleine Mäuschen nicht rein und essen uns unsere Nahrungsmittel da drin nicht weg. Mhm. Ja. Also Ton kannten wir auch schon, aber so tolle Gefäße haben wir daraus nicht gemacht. Wäre auch zu schwer gewesen, um das immer alles mitzutransportieren. Und wahrscheinlich wäre uns auch einiges zu Bruch gegangen. Ja, das ist wahr, das stimmt. Ja. Und solche Schnüre konnten wir zum Beispiel aus dieser Pflanze machen hier. Boah, was ist das denn? Das ist Flachs. Und aus Flachs kann man so ganz, ganz feine Fasern gewinnen. Ja, Mensch, das sieht fast aus wie Haare und fühlt sich auch ein bisschen so an. Ist ein bisschen rauer. Und aus diesen Fasern, mit der Hilfe dieser Handspindel, die gedreht wird, können wir daraus Fäden spinnen. Oh, das ist ja toll. Also so geht das, die dreht sich und dadurch verdrehen sich diese Fasern zu einem Faden. Und da unten hängt auch irgendwie wieder so ein Stück Ton dran. Ja, das ist ein Spinnwirtel, also ein Gewicht aus Ton, damit sich dieser Stock auch dreht. Und aus diesen Faden können wir dann ja, diesen tollen Stoff weben. Wahnsinn! Da machen wir unsere Kleidung draus. Aus lauter so einzelnen Fasern? Das ist ganz schön viel Arbeit. Deswegen ist auch Leder und Fell für uns echt immer noch ziemlich wichtig. Gerade im Winter allein ist nicht sehr warm. Nee, das kann ich mir vorstellen. Wir haben so ähnliche Methoden. Wir haben aber unsere Fäden nicht aus dem Flachs, aus den Pflanzen gewonnen, sondern wir nehmen das von den Sehnen der Tiere. Und guck mal hier, das ist ganz schön fest. Das kann man richtig reißen. Und wir haben Nadeln aus Knochen geschliffen. Und wenn wir das jetzt zusammenfügen, dann können wir nähen, wie ihr auch schon. Ne? Wir nehmen einfach die spitze Knochennadel und nähen hier durch das Fell durch. Und damit können wir uns Schuhe, Kleider und alles Mögliche nähen. Also das war auch schon eine super tolle Erfindung. Aber solche ganzen Stoffe haben wir damit noch nicht gewebt. Ja, und aus dem Getreide kann man diese Körner gewinnen. Und diese Körner haben wir klein gemacht zu Mehl mit Hilfe dieser beiden Steine. Ja, es gibt einen Unterlieger und einen zweiten schweren Stein. Und da pressen und mörsern wir dann die Körner zu feinem Mehl. Das braucht aber viel Kraft, so wie das aussieht. Oh ja, das braucht sehr viel Kraft. Und das ist auch ganz schön aufwendig, bis man eine gewisse Menge hat. Muss ja was Besonderes draus werden, wenn ihr euch so viel Mühe gebt, um dieses Mehl zu machen. Was macht ihr denn da draus? Ja, aus dem Mehl und in ein paar anderen Zutaten backen wir Brot. Ja? Mhm. Das ist ganz schön lecker. Was ist denn Brot? Das ist ein Fladen aus Getreide. Und das packen wir, wenn wir das zusammengemanscht haben, kommt das in den Lehmofen. Ja, wir bauen große Kuppelöfen aus Lehm und Stroh. Mhm. Und da in die Hitze werden diese Teigfladen reingelegt und da backen wir unser Brot drauf. Das ist ein ganz wichtiges Nahrungsmittel für uns. Und das Brot ist zwar sehr lecker, aber wir kriegen auch ganz schön Zahnschmerzen davon.
Ja. Echt? Ja, da ist ganz schön viel Zucker drin. Und dieser Zucker, der setzt sich in unseren Zähnen fest und greift die leider an. Boah, das hört sich aber nicht so gut an. Das muss ja wahnsinnige Schmerzen machen. Ja. Na, es war nicht nur alles von Vorteil. Jetzt habt ihr zwar tolles Brot hergestellt, aber gleichzeitig Zahnschmerzen bekommen. Wie vielfältig das Leben in der Steinzeit doch gewesen ist, oder? Ja, aber wirklich, die Altsteinzeit, da zog man umher, hatte Zelte, lebte als Nomade und hat gejagt und gesammelt. Ja, und in der Jungsteinzeit, da haben die Menschen dann gelernt, Felder zu bestellen, haben Bauernhoftiere gehalten und die ersten großen Häuser gebaut. Aber mich würde jetzt mal wirklich interessieren, woher wir das alles wissen. Also wie die Archäologinnen und Archäologen, also die Wissenschaftler, überhaupt so arbeiten. Das finde ich auch total spannend. Ihr doch bestimmt auch, oder? Wir sehen das bei unserem nächsten Film und ich wette, ihr seid dabei. Bis dahin, tschüss! Tschüss!